Ihr Lieben, Craft PTV ist am Chiemsee, bei der Brauerei Chiemsee Bräu in Grabenstedt. Neben mir sitzt Braumeister, Gründer, Chef, Inhaber Oliver Lange. Herzlichen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ja, schick, freu mich. Erzähl mir, wie kam es dazu, dass du Brauer geworden bist? Ich habe mich mal in einem Ferienjob beworben, bin dann gleich genommen worden. Dann ist ein Brauer ausgefallen und dann habe ich zum ersten Mal Brauereiluft geschnuppert und das war's dann. Das geht also relativ schnell. Was für Bier brauchst du? Ich brauche während des ganzen Jahres ein Zwickelbier, weil Zwickelbier ist ein unfiltriertes, helles Bier, Exportbier. Und dann brauche ich noch zur Startbezeit einen dunklen Bock, der sehr gern genossen wird von unseren Gästen und Kunden. Und im Sommer natürlich was Spritzigeres, nämlich Weißbier. Das machen wir jetzt dann nächste Woche. Jetzt hast du mir vorhin erzählt, du brauchst noch etwas. Ich brauche Whisky. Hört sich blöd an, Whisky brauen, aber Whisky ist mehr oder weniger gebranntes Bier. Mhm. Die Schotten nennen das auch, was sie brennen, Strong Bier, wobei es ist eigentlich kein Bier, weil kein Hopfen dabei ist, aber sonst sehr, sehr ähnlich. Was macht dein Whisky so besonders? Er ist auch komplett per Hand produziert, das heißt also, wir haben jetzt keine Automaten oder sonstiges im Einsatz, wenn man es mal so salopp sagen darf. Mhm. Es wird alles per Hand gemacht und ich mache alles selber. Das heißt also, ich habe das alles selber in der Hand, natürlich auch, was ich gut und was ich falsch mache. Aber ich hoffe natürlich, dass es gut macht. Wie kam es dazu, dass du zusätzlich zum Bierbrauen auch noch Whisky brauchst? Ja, es lässt dann halt einfach so ruhen, Bier brauen. Das war dann schon mal sehr, sehr interessant und macht viel Spaß. Aber ich wollte eigentlich schon immer destillieren, das habe ich schon lange verfolgt. Hat ein bisschen gedauert, weil es ist sehr aufwendig, das durchführen zu können. Aber letztendlich hat es geklappt. Kannst du mir kurz, kannst du mir kurz erklären, wie so ein Brennvorgang funktioniert? Man produziert also erst das Strong Beer, also das ähnliches wie Bockbier, und befüllt es dann mit Brennblase, dann heizt man es auf. Und dann wird ausdestilliert, Vorlauf und Nachlauf werden abgetrennt, das ist das, was man nicht verwenden kann. Aber da kommt, wie die Schotten es nennen, das Hart, das Herzstück, das wird dann zu Whisky. Das läuft in der Mitte des ganzen Brennvorgangs ab, also man destilliert Alkohol aus, kondensiert ihn dann wieder und dann hat man den sogenannten Newmake. Das ist ein komplett klares Destillat und dann kommt der Newmake ins Fass und wird dann reif dann zu Whisky. Die ganze Farbe kommt vom Fass. Woher nimmst du deine Leidenschaft? Es macht einfach Spaß. Wir haben ja mit Naturprodukten zu tun. Jedes Jahr ist die Ernte ein bisschen anders, das Malz ist ein bisschen anders. Und das dann zu verarbeiten und was Schönes draus zu machen, Hefe zum Beispiel, ist was Vitales. Und da macht es einfach Spaß, mit der Natur zu arbeiten, mit diesen natürlichen Dingen und dann was Schönes draus zu produzieren. Was bedeutet für dich das Brennen und Brauen? Es macht einfach Spaß, das ist einfach Leidenschaft, das ist einfach, ich komme so fast bei Lieben. Das ist so das, was ich immer machen wollte. Und das habe ich dann, wenn man es dann letztendlich machen kann, ist das eine ganz tolle Sache. Ja, man wird natürlich auch entschädigt, ne? Durch die Gäste. Ja. Es ist so, wenn die Gäste, wir haben in der Firma mal Betriebsruhe, das ist ja eine Vollkatastrophe, das ist ungefähr so, als wenn man es direkt aus dem Wohnzimmer reinschmeißt. Wir haben so viele Stammgäste, die kommen teilweise jeden Tag, das gehört dazu, Gaststättenbesuch bei uns, mal eine Feier um halbe Dringer oder mal einen Abend verbringen, das ist einfach so das, was da bei unseren Gästen bei der Großteil zum Tagesablauf, wenn wir aufhaben natürlich, dazugehört. Und da kommt halt wahnsinnig viel zurück. Mir ist aufgefallen, dass alles, was du hier tust oder gemeinsam mit deiner Frau tust, sehr detailverliebt ist. Uns ist ganz, ganz wichtig, dass das ganz gut funktioniert. Das heißt, dass wir wirklich gutes Bier machen, dass wir guten Whisky machen und dass jeder Gast, der sich auch die Zeit nimmt, selber zu uns zu kommen, dass sie sich auch wohlfühlen, dass der auch was Schönes erleben kann. Das kann beim Testingabend sein oder sonst irgendwas, das muss einfach schön sein. Der muss einfach wieder gehen und sagen, hey, das war's jetzt, das war alles toll. Vielen lieben Dank, dass wir da sein durften, dass wir den Tag bei dir verbringen durften. Ja, wir hatten viel Freude. Ja. Danke. Prost. Danke. Prost. Und wir hoffen natürlich, ihr hattet viel Freude beim Zuschauen. Wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, was wir sehr hoffen,
Dann wisst ihr, abonnieren, liken, Herzen drücken und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.